Zur Monatsmitte im Juni 2020 hat RTV Kompakt unter anderem diese Themen. Signierstunde, Buch- und Briefmarke zur Kate. Kehreinsatz, Feuerwehr kontra Regenwasser. Und Wanderpause, eine Bank und ihr Blick. Juni ist immer der Monat, der uns den Sommer bringt. Mit einem speziellen Gruß wollen wir den ganzen Juni über Kindheitserinnerungen an den Sommer wachrufen. Daran soll auch der Wechsel im Studio von Sven Schimmel zu mir nichts ändern. Ich bin Carsten Blechschmidt und sage Glück auf. Mein spezieller Gruß richtet sich an alle, die in den Sommerferien mal einen Gips mit sich rumschleppen mussten. Gebrochener Arm, gebrochenes Bein. Das Handicap war groß. In der Hitze juckte es unter dem Gips auf der Haut. An Baden war gar nicht zu denken. Einziger kleiner Trost, die vielen Unterschriften und guten Wünsche, die man auf dem Gips geschrieben bekam. Und damit ist Zeit für die Nachrichten bei RTV. Das vergangene Wochenende hatte durchaus Unwetterpotenzial. Im Erzgebirgskreis sind große Schäden zum Glück ausgeblieben. Feuerwehren und Servicetrupps wurden zu überschaubaren Einsätzen gerufen. Die Feuerwehr Bockau war zum Beispiel auf der Bahnhofstraße gefragt. An der Einfahrt auf die B283 stand das Wasser ca. 50 cm auf der Straße. Die Einsatzkräfte leerten einen Gulli, sodass das Wasser ablaufen konnte. Abschließend wurde die Straße gereinigt. Die Bahnhofstraße war kurzzeitig gesperrt. In Thalheim plant die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft Zwönitztal eine umfassende Modernisierung des Hochhauses an der Stadtbadstraße 36. Ziel des Vorhabens soll sein, dass die Mieter ihren Lebensherbst so lange wie möglich individuell und eigenverantwortlich in der eigenen Wohnung genießen können. Um dies zu gewährleisten, ist sie bereits mit Dienstleistungsfirmen im Gespräch, um das Wohnen mit allen möglichen Serviceleistungen bis hin zum betreuten Wohnen zu verbinden. Weiterhin sollen verschiedene Angebote wie zum Beispiel Fußpflege und Physiotherapie im Haus integriert werden. Auch die Einmietung einer Arztpraxis und einer Tagespflege sind in Planung. Im Auftrag des Landkreises wird ab 17. Juni in Wolkenstein die Fahrbahnerneuerung auf der Freiberger Straße unter Vollsperrung erfolgen. Die Baustrecke beginnt in Wolkenstein nach der Kreuzung Annaberger Straße und endet nach der Zufahrt zum Pennymarkt am Ortsausgang. Die Ausführung der Arbeiten soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Beim Einbau der Fahrbahndecke an der S258 zwischen Leukersdorf und Neukirchen sind Probleme entstanden. Die erfordern eine tiefgründige Untersuchung des Aufbaus der Straße. Daher muss der Abschnitt zwischen Leukersdorf und Neukirchen weiterhin gesperrt bleiben. Zusätzlich ist jetzt auch der nächste Abschnitt zwischen Einmündung zum Gewerbepark und Sternkreuzung in Neukirchen voll gesperrt. Die ausgewiesene weiträumige Umleitung bleibt weiterhin bestehen. Das Gewerbegebiet Neukirchen ist aus Richtung Chemnitz über den Ort Neukirchen erreichbar. Die Polizei sucht Zeugen eines sexuellen Übergriffs in Gelenau. Ein unbekannter Mann folgte einer Jugendlichen im Bereich Bert-Brecht-Straße, Chemtauer Straße und verwickelte sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf versuchte er, sie auf die Wange zu küssen. Daraufhin schob sie ihn weg und rannte davon. Der Unbekannte sei etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haut, schwarze, glatte, an den Seiten kurz rasierte Haare, eine breite Nase und sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war er mit einem hellgrauen T-Shirt und dunklen Shorts. Ein Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität der Polizei in der Auer Innenstadt brachte am vergangenen Donnerstag einiges ans Tageslicht.
Beobachtet und geahndet wurden nicht nur Drogenverkäufe. Es konnten auch Depots entdeckt werden, in denen Betäubungsmittel versteckt waren. In Summe wurden 7 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht, wobei sich die Tatverdächtigen unterschiedlicher Nationalitäten im Alter zwischen 20 und 31 Jahren konkret wegen des Besitzes und auch wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. Eine Bank und ihr Blick. In Brünnlos ist entlang der alten Dorfchemnitzer Straße diese Bank zu finden, die zum Verweilen einlädt. Von hier aus blickt man auf den Ort. Rechts und direkt am Wald gelegen ist der Stieler Berg. Der wird im Winter gerne zum Rodeln genutzt. Etwas links davon liegt die alte Poststraße. Sie führt durch den Ort und nach Thalheim. Geht der Blick ganz nach links, blickt man auf den Abzweig Brünnlos der S258. Etwas unterhalb ist die alte Stolberger Straße zu sehen. Weiterhin schaut der hier Verweilende auf die Randsiedlung der oberen und unteren Siedlerstraße. Am Horizont endet der Blick. Man erkennt die Funkmasken an der Tabakstanne. Von dieser Bank aus hat der Wanderer oder Radfahrer die Möglichkeit, sich für ein weiteres Ausflugsziel zu entscheiden. Aufgrund der Corona-Krise kann die Annaberger Kät in diesem Jahr nicht stattfinden. Oberbürgermeister Rolf Schmidt sagte am Freitagabend auf dem Kätplatz: Wir wollen das 500-jährige Jubiläum nicht sang- und klanglos vorüberziehen lassen. Auch wenn Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern in der Corona-Zeit zurzeit verboten sind. Unser Lichtwerk erinnert während des ursprünglich geplanten Veranstaltungszeitraumes an das größte sächsische Volksfest seiner Art. OB Schmidt und der Vorsitzende des Mittelsächsischen Schaustellerbundes Klaus Ilgen schalteten am Freitagabend auf dem Kätplatz ca. 30 Hochleistungsscheinwerfer ein. Bis zum 20. Juni werden diese in der Zeit von 22 bis 24 Uhr sowie am 20. Juni bis 1 Uhr den Himmel über dem Kätplatz weithin beleuchten. Weitere Hinweise auf die Kät stellt unser nächster Beitrag vor. Eine lange Schlange vor dem Bürgerbüro des CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Kraus in Annaberg-Buchholz. Es ist Freitag, kurz nach 10. Der Parlamentarier hatte zur Präsentation der Kät-Briefmarke und der Kät-Chronik eingeladen. Mit dem Heimatforscher und Buchautor Helmut Brückner und dem Vorsitzenden des Philatelistenvereins Zschopau und Umgebung Udo Berger hatte er die richtigen Fachleute an seiner Seite. Was hält der Philatelist, der in Gelenau zu Hause ist, von der Kät-Briefmarke? Die Kät-Marke gibt einmal ein Volksfest, sag ich mal, unserer Heimat wieder, Erzgebirge. Es ist eine 95-Cent-Marke, die man also auf Auslandspost kleben kann, sprich, glaube ich, Postkarte. Und damit, muss ich sagen, kann man das Volksfest weiter bekannt machen. Ja? Und ich sag mal, wenn die Marke hier in Annaberg meinetwegen ausverkauft ist, die ist nicht ausverkauft, man kann sie in Weiden bestellen, man kann sie auf anderen Postämtern erwerben, wer das möchte, sich, wenn man die rein, aber ich sehe mehr den Wert im Versenden. Sie ist ganz gut gelungen. Ich meine, ich hätte es noch anders gelöst, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Alexander Kraus gefällt die Briefmarke mit dem Motiv 500 Jahre Annaberger Kät. Seit 4. Juni gibt's die am Postschalter.
Die Briefmarke hat einen Nennwert von 95 Cent. Mit ihr lässt sich nicht nur eine Postkarte weltweit frankieren, sondern auch ein Kompaktbrief mit bis zu 50 Gramm Gewicht innerhalb Deutschlands. Die Grafik ist eine Kombination aus Historie und Moderne. Die Kät-Tradition wird mit alten Karussells und einem Riesenrad dargestellt. Neue Hightech-Geschäfte sind durch eine geschwungene Achterbahn symbolisiert. Im Hintergrund ist das Feuerwerk Sinfonie der Farben zu sehen. Während das Schriftzeichen für das K in Frakturschrift gestaltet ist, zeigen Ä und T ein modernes Schriftbild. Krauss hatte 100 Briefumschläge mit je einer in Bonn und einer in Berlin abgestempelten Kät-Briefmarke vom Bundesfinanzministerium mit nach Annaberg-Buchholz gebracht. Sein Ansinnen, nicht Honoratioren sollen die Exemplare bekommen, sondern Leute, die sich dafür interessieren. Die konnten dabei auch gleich das Buch Wallfahrt zum Volksfest, die lange Geschichte der Annaberger Kät erwerben und sich von Helmut Brückner signieren lassen. Bevor es losging, wollten wir wissen, was das Neue am Buch ist. Über die Kät ist ja schon viel geschrieben worden. Vielleicht, dass es insgesamt erstmals aufgearbeitet worden ist, wie oder was in dieser langen Zeit der Kät überhaupt passiert ist. Also wenn man von 500 Jahren Kät spricht, dann ist das doch immerhin ein halbes Jahrtausend. Von dem im Wesentlichen, wenn man heute mit jemandem über die Kät spricht, die letzten 70, 80 Jahre meint, das heißt die Lebenszeit der Menschen, die heute noch unter uns sind. Aber alles, was vor 1945 war und das bis 1520 zurück, ist doch im Wesentlichen recht unbekannt. Und da gibt es doch eine ganze Menge Neues, auch Ungewohntes. Es wird in dem Buch vieles zu finden sein, was man so überhaupt noch nicht gehört hat. Ohne dass zu viel über den Inhalt der Chronik verraten wird, wollen wir auf eine Parallele zwischen früheren Zeiten und dem heute verweisen. Gehen wir mal davon aus, dass ich das Buch begonnen habe im letzten Herbst, als von Corona noch überhaupt keine Rede war. Die Kät, das 500-jährige Jubiläum war nur der Anlass, aber nicht der Grund für das Buch, dass ich das Buch begonnen habe. Der Ausgangspunkt war eigentlich, dass ich die Vorarbeit für ein geplantes Theaterstück zu 500 Jahren Kät gemacht habe und habe mir dann gesagt, ja, als einer, der sich schon seit langem für die Geschichte der Trinitatiskirche und alles, was darum herum passiert ist, in der Geschichte interessiert hat und damit befasst hat, arbeitest du diese Geschichte einmal ganz auf und verarbeitest die zu einem Buch. Was sich dabei herausgestellt hat, ist, was nicht vorauszusehen war, Corona kam. Ich habe zu einer Zeit, als ich es begann, in den ersten Kapiteln seitenweise einfach Beispiele gebracht, wie unwahrscheinlich es war, dass die Kät stattgefunden hat. Zum Beispiel zwischen 1550 und 1600. Man braucht nur bei Lehmann nachzulesen. Alle 3-4 Jahre war eine Pestepidemie. Pestepidemien waren damals nicht einfach etwas, was man so hingenommen hat, sondern es gab auch klare Regeln dafür, wie man sich zu verhalten hat. Es gab keine Jahrmärkte. Überhaupt Zusammentreffen von vielen Menschen war genauso wie heute damals schon tabu. Man wusste genau, dass die Ansteckung von da kommt. Diese Beispiele, die ich da angeführt habe, sind völlig unabhängig von Corona in dieses Buch eingegangen. Das heißt, zwischen 1550 und 1600, das nur als einen Zeitrahmen genommen, den ich jetzt mal willkürlich herausgreife, es betrifft auch das ganze 17. Jahrhundert zum Beispiel, hat über weite Strecken mit Sicherheit nicht viel stattgefunden. Brückner ist der Ortschronist von Geiersdorf. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Landespreis für Heimatforschung ausgezeichnet. Seine Kät-Chronik kostet 24,90 Euro. Das Buch ist aufgeteilt in 6 Teile. Diese 6 Teile sind immer bestimmten zeitlichen Epochen zugeordnet. Der erste Teil ist zum Beispiel eben die katholische Zeit bis zum Tod Herzog Georgs. Der zweite Teil ist die lange Zeit bis zum erstmaligen Auftauchen des eigentlichen Trinitatisfestes als Volksfest durch Richter in Richters Chronik 1746, also ein sehr langer Zeitraum. Dann kommt ein Zeitraum, der sich bis zum Brand der Hospitalkirche
Kirche, Dritte Tageskirche, erstreckt um 1826. Der nächste wieder um bis 1870, das ist die Verlegung der Käth auf den heutigen Käthplatz gewesen. Und dann kommt noch ein letzter Teil dazu, der die Zeit zwischen den Weltkriegen noch zusammenfasst. Es hat im Ganzen 300 Seiten. Von diesen 300 Seiten sind aber nur 200 reiner Text. Die restlichen 100 Seiten sind Anhänge mit Originalquellen und also Quellenangaben, beziehungsweise auch ganze Texte, wo man genau nachlesen kann zu entsprechenden Themen, was man dann noch vertiefen möchte. Auf seine neuen Forschungsprojekte angesprochen, muss Helmut Brückner lachen. Ich arbeite immer an mehreren Büchern zugleich und das, was als nächstes kommen wird, wahrscheinlich. Ja, ich habe zum Beispiel noch fast fertig ein Ergänzungsband, was ursprünglich nicht mit als Anhang in das Käthbuch rein sollte, wo ich aber dann gesagt habe, das wird zu umfangreich, das wird nochmal ein extra Teil sein. Das ist so gut wie fertig. Es betrifft eigentlich verschiedene Arten von Käthbummel in einem Zeitraum von 1860 bis 1945. Es ist so vieles erschienen in dieser Zeit, auch Zeitungen, wo die Reporter durchgegangen sind, von einer Bude zur anderen, haben erzählt, was da war. Also zum Beispiel, da ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass die ersten Kinovorstellungen auf der Käth stattgefunden haben. Ja, da hat sich eben einer reingesetzt dann in den Kinematografen und hat erzählt, ja, was ist da gerade zu sehen gewesen. Pariser Weltausstellung, da sitzt ein Mädchen neben mir, die hat gesagt, ja, ach, das ist ja so schön, da brauche ja gar nicht nach Paris zu gehen, wie sie das so gesehen hat. Also solche Dinge kommen dann da rein in Verbindung mit Originalwerbung für die Käth. Ich habe die aufgearbeitet, grafisch aufgearbeitet, farbig bearbeitet. Also es wurden dann große Teile Original Käth-Werbung aus der Zeit in Verbindung mit den entsprechenden Texten aus der Zeit dann kommen. Das hoffe ich, dass das irgendwann mal erscheint als nächstes. Das Buch ist im Teleskop Verlag Mildenau erschienen und im Buchhandel erhältlich. Die Erstauflage beträgt 500 Stück. Nochmal zurück zur Käth-Briefmarke und der Philatelie. Ist das Sammeln von Briefmarken nicht eine aussterbende Freizeitbeschäftigung? Nur ein einziger Jugendlicher ist im Philatelistenverein Zschopau und Umgebung aktiv. Wie würde dessen Vereinsvorsitzender für sein Hobby werben? Das heißt, man kann diese kleine Pflanze eigentlich als Opa, als Vati, Opa einpflanzen, den jungen Leuten vermitteln. Die Technik, die moderne Technik heute, bringt aber letztendlich auch noch andere Vorteile mit sich. Die Kinder könnten sich intensiver damit befassen, aber es wird ihnen ja nicht vermittelt. Mir fehlt da was. Ja? Man kann Briefmarken einsetzen in Geografie, Geschichte, in Kunst, wenn man das will, sind ja alles kleine Kunstwerke, aber es wird nicht gemacht. Man redet viel, man redet von Umweltschutz, man redet von das, Tod und Teufel, sagen wir es ganz einfach, aber dass man Briefmarken einsetzen kann, Ältere, Jüngere, dass man das vermitteln kann, dass es ja angesprochen wird, fehlt. Es fehlt. Es fehlt hier ein kleiner Schritt auch, sagen wir, von den Schulen aus. Uff, die Lehrer mir jetzt böse sind, ich weiß nicht. Aufgrund der Corona-Beschränkungen durften zur Buch- und Briefmarkenvorstellung die Interessenten nur der Reihe nach und mit Abstand in das Bürgerbüro von Alexander Kraus. Ein Mann aus Wiesa meinte, es wären wieder nur die Älteren, die sich für die Heimat interessieren. Doch Freitag 10 Uhr sind Jüngere in der Regel in der Schule, der Ausbildung oder auf Arbeit. Aber hätte die Schlange vor dem Bürgerbüro bei einer Einladung um 17 Uhr anders ausgesehen? Einen passenden Veranstaltungstipp habe ich auch. Auch wenn das Jubiläum 500 Jahre Annaberger Käth in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden kann, muss man nicht gänzlich auf die Käth verzichten. Zum Beispiel wird in Annaberg-Buchholz mit einer weiteren Sonderführung am 17. Juni ab 14 Uhr an die Entstehung und Entwicklung der Annaberger Käth und ihre außergewöhnliche Historie erinnert. Startpunkt ist die Touristinformation Annaberg-Buchholz, Buchholzer Straße 2. Tickets müssen zwingend vorab in der Touristinformation erworben werden.
Die Teilnehmer gehen dabei mit Gästeführern durch die Gassen der Annaberger Altstadt sowie an historische Schauplätze. Dabei erfahren sie manch Wissenswertes von heiliger Erde, die vom Campo Santo in Rom nach Annaberg kam, von der Weihe des Annaberger Friedhofes zum Heiligen Feld, vom Namen der Käth bis hin zur Bedeutung des Volksfestes für Annaberg-Buchholz und für Sachsen. Eingangs habe ich gesagt, dass wir den ganzen Juni über mit einem speziellen Gruß Kindheitserinnerungen an den Sommer wachrufen wollen. Heute galt er allen, die im Kinderalter mal mit einem Gips durch den Sommer mussten. Bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit war das Lesen eine mögliche Alternative. Wer hat in seiner Jugend nicht einige spannende und außergewöhnliche Abenteuer mit Jules Verne erlebt? Der französische Schriftsteller lebte von 1828 bis 1905. Er wurde vor allem durch seine Romane »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde«, »20.000 Meilen unter dem Meer«, »Reise um die Erde in 80 Tagen« oder »Die Kinder des Kapitän Grant« bekannt. Jules Verne galt als einer der Begründer der Science-Fiction-Literatur. Das ist keine Utopie. Morgen gibt es eine neue Ausgabe von ERZ TV Kompakt. Bleiben Sie gesund. Glück auf!